Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Em's Kitchen. Heute machen wir einen Salat mit Rinderstreifen. Also wir fangen mit dem Dressing an. Dazu brauchen wir einmal einen Becher. Dann brauchen wir etwas Balsamico, Essig, Olivenöl, Senf. Ungefähr. Rezept verlinke ich euch wieder in der Videobeschreibung. Dann Salz. Etwas Pfeffer. So, dann wird das Ganze gemixt. Eine Prise Zucker. Ihr könnt es so dick lassen, wenn ihr es ein bisschen flüssiger haben wollt, ein bisschen Wasser dazu leeren. Das Ganze noch ein bisschen verrühren. Perfekt. Benötigen wir eine Schüssel. Da geben wir etwas Dressing hinein und stellen das Ganze mal beiseite. Dann einen Zwiebel. Und ein bisschen Knoblauch. So, den Zwiebel geben wir dann und den Knoblauch ein bisschen auf die Seite. Dann nehmen wir uns das Rindfleisch. Von dem Rostbraten, den ich zugeputzt habe. Ich gedacht habe, ihr könnt nehmen ein Beiried. Wenn ihr es ganz teuer haben wollt, könnt ihr natürlich auch ein Rinderfilet nehmen. Es geht halt allgemein alles kurz gebratene. Ihr könnt es entweder in Streifen machen oder wenn ihr auch Rostbraten oder Beiried habt, könnt ihr natürlich auch das Ganze abbraten und dann einfach in große Streifen schneiden. Wir machen beide Varianten. Wir werden zuerst Rindfleisch anbraten, dann werden wir mit dem Salat weitermachen. Ihr seht, wenn es heiß genug ist, braucht ihr nicht mal ein Fett. So, nun kommen wir wieder zu unserem Salat. Nehmen uns etwas Rucola.
machen uns hier so ein kleines Nest. Dann nehmen wir hier den Lolo Rosso, marinieren den auch schön. Hier haben wir die Strünke, die kann man auch dazugeben, die sind ja schon knackig, ist ja nichts Schlechtes. Können wir das da wegstellen. So, und wie gesagt, ihr könnt jetzt entweder die Rinderstreifen hier schön so verteilen. Das wäre mit fertig angebratenen Rinderstreifen. Oder ihr habt so wie hier dieses die Scheibe angebraten. Könnt ihr quasi hier Medium Rare Rinderstreifen drauf geben. Also das ist optional, das könnt ihr machen, das müsst ihr nicht machen. So, das war's. Ein Blattsalat mit Rinderstreifen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.